Hallo, heute möchte ich mit dir ein Kuchenrezept teilen, welches in meiner Kindheit mit einer meiner Lieblingskuchen war. Ananaskuchen! Ich habe mich immer riesig gefreut, wenn meine Mama den gebacken hat, und am meisten habe ich mich gefreut, dass ich am nächsten Tag davon ein Stückchen noch mit in die Schule nehmen konnte, denn am nächsten Tag hat er noch genauso gut geschmeckt. Wenn du Ananas nicht so gerne magst, kannst du da auch einfach anderes Obst reintun. Mit Pfirsichen und Mandarinen habe ich den auch schon ausprobiert und der war genauso lecker. Der Kuchen ist so, so simpel, aber einfach unwiderstehlich gut. Ich sag dir direkt, welche Zutaten du dafür brauchst: 200 Gramm Margarine, 300 Gramm Zucker, 2 Päckchen Vanillezucker, ein Päckchen Backpulver, 6 Eier, eine Dose Ananas in Stücken geschnitten oder du schneidest dir die Ringe einfach noch in Stücke und 450 Gramm Mehl. Als erstes gibst du Margarine und die beiden Zuckersorten in eine Rührschale und lässt das für ca. 5 Minuten cremig miteinander verrühren. Jetzt gebe ich die Eier nach und nach hinzu und lasse ein Ei so ca. 20 Sekunden unterrühren. Jetzt werden die restlichen Zutaten noch mal kurz untergerührt. Und jetzt muss der Teig nur noch in eine Form gefüllt werden. Und damit der Kuchen auch wirklich wie früher schmeckt, muss der auf jeden Fall in einer Gugelhupfform gebacken werden. Da habe ich schon eine mit 22 cm Durchmesser mir eingefettet und mit Mehl ausgestreut. Und da kommt der Teig jetzt hinein. Der geht jetzt in den vorgeheizten Backofen bei 170 Grad Ober-Unterhitze für ca. 70 bis 80 Minuten. Falls du den oben nicht so dunkel haben möchtest, also ich finde, das geht eigentlich immer, aber falls das nicht so dein Ding ist, gibst du einfach nach ca. 40 Minuten einfach etwas Alufolie drüber oder legst ein Backpapier drüber. Nachdem der Ananaskuchen aus dem Ofen kam, habe ich den für ca. 20 Minuten in der Form auskühlen lassen. Bin dann mit einem Holzstäbchen am Rand entlang und habe den dann auf ein Abkühlgitter gestürzt und lasse den jetzt noch abkühlen. Nachdem der dann abgekühlt ist und ich den serviere, gebe ich noch etwas Puderzucker drüber. Du könntest da aber auch ganz gut einen Guss machen, indem du den Ananassaft von der Ananas nutzt und da etwas Puderzucker einrührst. Ich bin echt gespannt, wie dir der Kuchen schmeckt oder ob der Kuchen vielleicht sogar deinen Kindern genauso gut schmeckt wie mir damals. Ich hoffe, dir hat das Rezept gefallen. Schau doch gerne mal bei mir auf Instagram oder auf meinem Blog vorbei. Bis zum nächsten Mal, deine Janika.